Hallo zusammen, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Zu einer weiteren Folge, wie einfach ist die Icarus Kollego Desktop-Welt zu bedienen. Mein Name ist Christian Godres, ich bin der Cloud-Experte der GfK System GmbH. Heute möchte ich in einem weiteren Tutorial kurz den Kollego Desktop-Client vorstellen. Wenn wir auf die Startfläche gehen, haben wir hier über das Männchen unterschiedliche Funktionen. Einmal die Funktion meiner Favoriten, die ich angelegt habe. Ich sehe bei Online, welche Teilnehmer gerade verfügbar sind. Und ich habe natürlich über die GfK die Gesamtübersicht, in der ich sehe, welche Teilnehmer sind alle bei der GfK gerade angemeldet. Eine weitere Funktion ist das Tastenfeld, das was wir auch vom Handy kennen oder vom normalen Festnetztelefon. Ich kann hier Nummern eingeben und könnte diese natürlich dann auch anwählen. Sollte ich mich vertippt haben, gehe ich über die Löschtaste zurück. Im nächsten Reiter möchte ich Ihnen das Telefonbuch vorstellen. Im Telefon gibt es drei verschiedene Suchmöglichkeiten. Einmal über Favoriten, das sind Teilnehmer, die ich angelegt habe, mit denen ich sehr oft telefoniere. Persönlich, das sind Personen, die wo ich selbst angelegt habe. GfK System, das sind die Teilnehmer, die wo in unserem zentralen Telefonbuch erfasst sind. Durch Anklicken, in diesem Fall meines persönlichen Telefonbuchs, sehe ich, welche Teilnehmer erfasst sind und hätte natürlich auch hier die Möglichkeit, die Teilnehmer anzurufen oder als Favoriten anzulegen. Wenn ich dieses tue, dann sehe ich natürlich auch den Herrn Krause automatisch sofort als Favorit bei mir. Wir sehen, es ist relativ simpel. Wir haben drei unterschiedliche Bücher, in denen wir unterschiedliche Adressen verzeichnen können. Der nächste Reiter ist mein Anrufverlauf. Hier kann ich sehen, alle meine Anrufe, die ich getätigt habe, ob intern oder extern. Ich sehe meine verpassten Anrufe. In dem Fall wird es mir auch hier nochmal mit dem roten Button und der Zahl angezeigt, wie viel ich verpasst habe im Augenblick. Indem ich den Button anrufe, würde er aus meiner verpassten Anrufe in die alle Anrufliste wechseln. Und ich sehe auch meine Voicemail-Nachrichten, ob ich denn Voicemails bekommen habe. Der letzte Button ist der Chat-Button. Hier kann ich den Gruppenchat betätigen. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, Chat-Leute zu suchen. Zum Beispiel den Herrn Müller. Und mit dem könnte ich natürlich jetzt auch wieder einen Chatverlauf starten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem kurzen Überblick zeigen, wie einfach der Icarus Kollego Desktop Client zu bedienen ist. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn Sie dieses Video teilen würden oder wenn Sie in Zukunft unseren Kanal abonnieren würden.